Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick an diesem Sonntag. Es windet sehr stark. Ich habe mich in eine Ecke zurückgezogen. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Hinter mir seht ihr Blumen. Wunderschön, ich habe sie geschenkt bekommen, aber das Blumengeschäft konnte mir auf Nachfrage nicht sagen, von wem. Auch sehr professionell. Das Wort professionell, lasst uns das gleich aufgreifen. Ja, also vielen Dank für die Blumen, ich habe mich sehr gefreut. Zum Wort professionell fällt mir gleich etwas ein. Jemand hatte irgendwie behauptet, dass bei drei Österreicher für Österreich die Monika Donner nicht professionell gewesen wäre, aber ich schon. Und da musste ich schmunzeln, weil das Wort professionell hat für mich nach all dem Wahnsinn eigentlich hauptsächlich noch eine Bedeutung. Also ansonsten trenne ich nicht. Ne? Ich gehe davon aus, ich bin ein authentischer Mensch und ob ich da nun hier vor der Kamera zu euch spreche oder bei mir im Wohnzimmer, da sollte es eigentlich keinen Unterschied geben. Was nicht heißt, dass ich alles jetzt hier ausplaudere, das ist nicht der Punkt, aber es sollte sich nicht unterscheiden. So, bei professionell denke ich eigentlich nur an das horizontale Gewerbe, weil das Einzige bei mir auffällt, wo man das wirklich benennen kann. Ne? Das ist schon ein Unterschied, ne? Ob du dich aus Liebe jemandem hingibst oder professionell an Kunden hingibst. Also insofern hat für mich das Wort professionell einen sehr ja, dubiosen und zweifelhaften Charakter. Nur so nebenbei. Das ist jetzt eher lustig. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wieder einmal für alle eure Zuwendungen. Mein jüngster Sohn will mich immer dazu überreden, dass ich Werbung schalte. Und nachdem ich mir Knopfloch anschaue, ja, den schaue ich mir an und dann werde ich immer wieder von der Werbung unterbrochen. Das nervt extrem. Und ich hatte mir den YouTube nach frei von Werbung gegönnt. Und was ist, YouTube hat meinen Kanal gekillt und damit für meine Kinder und für mich dieses Abonnement ja, umsonst bezahlt. Gut, so viel dazu. Ich bin euch also immens dankbar, dass ihr mich hier unterstützt, denn tatsächlich von den 620 Euro Pension, nein, Rente ist das bei euch. Bei uns in Österreich heißt es Pension, bei euch heißt es Rente. Davon könnte ich tatsächlich ja, mein Leben nicht bestreiten. Also vielen Dank und danke für die Blumen. So, aber das soll nicht das Thema sein. Es geht in diesem Video, in diesem Blick jetzt um Beziehung. Beziehung. Ich habe zwar keine intime Beziehung zwischen Mann und Frau, worüber ich sehr dankbar bin, was ich übrigens auch den Jungs gesagt habe. Ja, da wären wir schon beim ersten Thema von wegen Beziehung. Ich habe zu den Jungs gesagt, also da, ich möchte bitte klare Ansagen, was Zeit, wann wir uns treffen und wie wir uns treffen, weil ich das nicht mehr haben kann, wenn mir Zeit oder Energie gestohlen wird. Und weil ich gesagt habe, ich habe keine Beziehung mehr. Ich bin hier niemandem Rechenschaft schuldig. Und ich habe auch nicht mehr diese Frotzelei, die ich von früher kenne, sich zu verabreden und dann doch nicht oder wie auch immer hinhalten und so weiter. Also dieses Energiediebstahl, ne? Damit habe ich nichts am Hut. Gut, jemand hat behauptet, unsere letzte Sendung wäre nicht so harmonisch gewesen. Das halte ich für Bullshit. Ich finde, also für mich war es wirklich erstaunlich. Also nicht, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass da was Großartiges war. Überhaupt nicht. Wir hatten uns einfach in das Thema Kuh wieder mal hineingefräst, was ich irgendwie völlig unnötig empfand. Und am Ende musste ich weg und die Dinge standen etwas unglücklich im Raum. Und da haben die Jungs beschlossen, dass sie es nicht hochladen. Ist vielleicht auch gut so. Denn die neue Sendung ist tatsächlich, also wir waren alle drei sehr angetan, wie wir uns da gefunden haben und teilweise haben sich die Positionen völlig ja, verändert. Ich hatte gesagt, lass uns über das leidige Thema Kuh nicht mehr sprechen und dann habe ich es angesprochen und es ist gut so, denn das ist oft so, dass wir am anderen Ende rauskommen. Das ist das Paradoxe. Und in diesem Sinne will ich heute auch über Beziehung reden, die Beziehung zu uns selber, aber vor allem die Beziehung zur Welt und über das Paradoxe. Ich habe wieder einige, also ich habe hier eine Zeichnung, die ist sogar schon gemacht, aber das liegt daran, dass ich mit meiner lieben Tochter, meine Tochter hatte mich gefragt in Bezug auf Sartre, Existenzialismus, was mir dazu einfällt. Und dann fiel mir als Gegenpart, ich sage es gleich, als Gegenpart zu Sartre, zu Existenzialismus, fiel mir der Physiker, der Quantenphysiker ein. Wo habe ich ihn jetzt? Das ist jetzt natürlich doof, das habe ich mir nicht rausge... Moment, muss ich gleich schauen. Ich habe es bei meinem Blick, habe ich ihn geteilt. Der Quantenphysiker, denn der in dem Legitim interviewt wurde, ich kann euch nur raten, es ist tatsächlich ein grandioses Interview. So, und das ist jetzt bezeichnend, dass ich ihn jetzt gerade nicht finde. Ich gebe ihn unten drunter. Es ist der Physiker... vielleicht habe ich das per WhatsApp geteilt, das kann sein. Also der Physiker, der bei Legitim
interviewt wurde. Moment, wie heißt er? Das ist ja wirklich jetzt doof, gell? Okay, ich finde ihn jetzt tatsächlich nicht. Okay, ich gebe ihn drunter. Ich kann ihn nur empfehlen. So, egal, Quantenphysik. Es geht um Quantenphysik. Ich habe meiner Tochter geraten, mache doch das Thema der Geist in der Flasche. Ne? Wenn wir, und das passt aber so zu dem, was wir jetzt im Moment erleben und auch zu meinem heutigen Thema, mein Clinch mit der Welt. Ne? Also wir können die Welt jetzt hier als die Flasche sehen. Ne? Also das heißt, hier oben ist der universale Geist. Und den versuchen wir hier einzufangen, was vielleicht auch nötig ist. Denn nur so können wir ja, also ich habe da noch ein zweites Ding gemacht, also hier der Geist in der Flasche, ne? Weil da oben, das ist Gott, aber es ist natürlich auch das Quanten, der Quantenuniversum, Quantenkosmos. Oder man könnte es auch die große Intelligenz nennen. Warum fehlt da ein L, meine Liebe? Keine Ahnung. So, die große Intelligenz im Gegensatz zum kleinen Intellekt. So. Hier oben haben wir auch den großen Menschen, das Selbst, den Uomo Universalis. Natürlich linke und rechte Hirnhälfte zusammen. Das wäre alles hier oben. Der große Geist. Aber das ist halt auch, wie soll ich sagen, das ist schwer zu fassen. Auch wenn ich hier ein Video mache und es euch erklären will, dann muss ich es irgendwie ja doch hier reintun. Denn hier drinnen, da ist der kleine Mensch, das kann man also mit seinem Intellekt, mit seiner linken Hirnhälfte, das kann man natürlich auch als das Ego bezeichnen, ne? Und das mit seinem Intellekt schaut er hier drauf, studiert das. Das ist das, was wir dann heute Wissenschaft nennen oder studiert er, ne? Der schaut hier rein. Und das hat natürlich, also da kannst du deine Studie machen, das hat auch was von einem Reagenzglas, aber zum Beispiel auch Bonsai, ne? Ich kenne das, dass dann in solchen Flaschen auch Pflanzen gezüchtet werden oder Insekten da drinnen dann so aufgepinnt werden, die man dann so in Schaukästen zum Anschauen. Die Schaukästen erinnern dann schon an die Weltausstellungen mit den Frühchen und so, also das wird jetzt, oder bei uns im Haus der Natur siehst du irgendwie, na, wie sagt man, Missgeburten und so hinter Glas in Schaukästen, auch sehr bezeichnet oder sogar in Flaschen. Also es ist creepy. Egal. So, es ist nicht egal. Aber also hier die Welt, also das ist die Welt, ne? Dieser große Kosmos gefangen in der Flasche. In der Flasche der Materie. Hier fällt natürlich auch Bernhard Wirth auf, mit das, was der Michael mit dem Bernhard Wirth macht, in Bezug auf die Eins und die Vier. Na, da haben wir hier die Eins und hier die Vier. Und die Vier ohne die Eins ist scheiße. Die Eins ohne die Vier kann man natürlich, dann bist du nicht mehr von dieser Welt und damit wäre ich schon beim heutigen Thema. So, jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie wir das veranschaulichen. Und das will ich jetzt mal aufzeigen. Erinnert ihr euch noch? Ich habe es zufällig hier noch auf der Rückseite, als ich diese Ding gemacht haben in Bezug, gemacht habe in Bezug auf den Schützen, da wurde ich natürlich darauf angesprochen, dass das das Zeichen von Mars ist und so weiter. So, und da verweise ich jetzt mal auf das Video von der Silke Schäfer, was sehr spannend ist. Kann ich euch durchaus empfehlen. Sie sagt, seit 18. September, 18. Jänner, Entschuldigung, hätten wir eine völlig neue Zeitqualität, weil eben der Mondknoten in den Stier übergegangen ist. Und der Uranus jetzt endlich nicht mehr rückwärts, sondern vorwärts geht. So, das ist sehr spannend. Ich habe ja früher viel Astrologie gemacht, also von daher kann ich damit durchaus was anfangen. Und in Bezug auf die Zeichen, da geht es ja auf die Zeichen ein. Und das hat mich dann daran erinnert, an meinen Geist in der Flasche. Also, wenn ich das mal kurz hier so aufgreifen darf, also sie erwähnt es nur kurz und ich greife es jetzt auf meine Art. Und zwar, wir haben den Punkt, sagt sie ganz richtig, das ist das Ich. Das Ich bin, was auch der Sonne entspricht im Horoskop. So, das ist der Punkt. Dann haben wir den Kreis um den Punkt. Entschuldigt, das sollte symmetrisch sein. So, und der Kreis ist wichtig, das ist unser Tellerrand quasi. Das ist die Welt, so wie wir sie sehen, unser Weltbild. Das heißt also, man könnte es. Mir würde es besser gefallen, wenn es nicht fix ist, wäre, sondern schwimmend, weil es sich permanent nach außen schiebt. Also dieser Kreis ist meines Erachtens einer, der sich permanent verändert. So, also der ist nicht fix. So, dann haben wir jetzt bei mehreren astrologischen Zeichen, haben wir dann, also das müsste jetzt hier in der Mitte sein, ja, das habt ihr verstanden, dass ich bin oder die Sonne. Und bei mehreren astrologischen Zeichen haben wir jetzt den Pfeil. Wir haben ihn zum Beispiel beim Uranus. So, darüber spricht sie. Der Uranus, der die Grenze sprengt,
der hinaus ins Universum geht. Wir haben aber natürlich auch den Mars. Der Mars ist zielgerichtet. Der Mars geht, hat eine Richtung, und indem er eine Richtung hat, bekommt er eine Kraft. Also das ist die männliche Kraft, ne? Die Anfangskraft des Witters. Dass er es schafft, aus diesem Gefängnis sozusagen, also das hier kann man als Gefängnis bezeichnen, das Ich gefangen in seinem Weltbild, in seiner Flasche. Da wären wir wieder bei der Flasche. Und der Pfeil hat immer die, ist die Kraft, daraus hinaus zu schießen, die Kraft, die gerichtete Kraft, die Kraft außerhalb dieses Kreises. Und dann hatte ich das letzte Mal eben über den Schützen gesprochen, weil der Schütze zielt auf ein Ziel, was höher ist als jetzt nur innerhalb dieses Tellerrandes. Insofern kann man natürlich eine Parallele zwischen der Schützekraft und Uranus sehen. Ja, so viel nur dazu. Natürlich haben wir jetzt noch mehr Zeichen. Also wir haben natürlich dann die Venus, ne? Die hat dann hier dieses Kreuz unten, das Kreuz der Materie, und oben den Kreis, ja, oder auch natürlich den Merkur. Also das ist sehr spannend. An der Stelle gebe ich etwas zu bedenken, was der gute Knopfloch in der Moment, wo war das? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Haha, diesmal habe ich mich wirklich mal vorbereitet, weil mir einiges eingefallen ist während dem Schauen. In der Knopfloch-Serie 4 von 13, von diesen letzten, ich habe den Titel jetzt gerade nicht, aber ich gebe es runter. In der vierten von 13 redet er über die Sonne. Ja? Und er redet darüber, dass das, was sie uns über die Sonne erzählen, nicht stimmen kann. Dass die Sonne, jetzt hilft das noch hier? Ja, doch, 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 die Sonne, genau. Wenn die Silke Schäfer sagt, das ist das Ich Bin und das ist die Sonne. An der Stelle ist bezeichnend, dass wir im Deutschen die Sonne sagen und der Mond. In allen anderen Sprachen ist es umgekehrt, es ist der Sonne. Und die Frage, ob die Sonne jetzt eine maskuline oder eine weibliche Kraft ist, finde ich mal sehr interessant. Ich hatte, als ich Knopfloch Nummer 4 angeschaut hatte, hatte ich eine Assoziation zur Mutter. So, das will ich euch jetzt aufzeichnen, womit wir wieder bei der Flasche sind. Ich weiß, jetzt springe ich ein bisschen, egal. Also, Knopfloch beleuchtet die Beziehung von Erde und Sonne. So, und zwar, wenn er aufzeigt, dass wann immer wir erleben, dass am Horizont die Sonne untergeht, ist das eine Sinnestäuschung, weil sie geht nur von unserer Perspektive. Also wenn wir jetzt hier uns sehen, ja, wir stehen hier auf der Erde und wir sehen die Sonne, dann wirkt es auf uns, als würde die Sonne untergehen. In Wirklichkeit ist es aber so, die Sonne verschwindet nicht, sie geht nicht unter, sondern sie zieht nur weiter, und von unserer Perspektive aus ist sie verschwunden. Das hat mich erinnert an die Beziehung von einem Kleinkind zur Mutter. Wenn die Mutter verschwindet, kriegt das Kleinkind die Bibbelabitches, also es kriegt Panik, weil die Mutter ist weg, die Mutter ist verschwunden. Natürlich ist dasselbe Prinzip, wenn das Kind etwas Schreckliches sieht und dann irgendwie diesen macht, man sieht mich nicht, so nach dem Motto, wenn ich nicht gesehen werde, bin ich nicht da. Darauf kommen wir gleich noch. Also das heißt, für das Kleinkind ist die Sonne für mich vergleichbar mit der Mutter. Wenn ich sie nicht sehe, ist sie weg. Huch, und die Sonne, ich spüre sie nicht, sie wärmt mich nicht und so weiter. Sie tröstet mich nicht, sie ist nicht da. Ja, also das heißt auf Deutsch, da knüpfe ich an das letzte Video an, der Mensch, das Kleinkind müsste sich bewegen, um die Sonne wieder sehen zu können. Wenn das Kind die Mutter nicht sieht, weil es um die Ecke gegangen ist, weil sie um die Ecke gegangen ist, die Mutter, dann müsste das Kind um die Ecke schauen, damit es die Mutter wieder sieht. Oder es müsste aufhören, trotzig stehen zu bleiben und mit den Füßen zu stampfen und stattdessen der Mutter folgen, dann kann sie wieder sehen. Also das finde ich sehr spannend, weil sich das umdreht. Es ist quasi dann es liegt an uns, ob wir sie sehen oder nicht. Und das erinnert mich wieder an das Video mit dem Quantenphysiker. Dieses sehr spannende, wo er nämlich Aristoteles zitiert, der sagt, die Welt ist nicht, sondern die Welt ist nur, wie wir sie betrachten. Das ist jetzt frei zitiert, ich habe es nicht parat, das Zitat. Aber so nach dem Motto, es hängt nur davon ab, wie unser Blick auf die Welt ist. So, damit wären wir jetzt wieder bei der Flasche. Weil die Frage ist, schaust du mit dem großen Auge, mit linker und rechter Gehirnhälfte, verbunden mit dem universalen Geist, auf diese Welt, auf diesen Bonsai, auf diese
eingefangene Materie oder schaust du mit dem kleinen Intellekt drauf, was ja die heutigen Wissenschaftler, die Pseudowissenschaftler, die Studierten machen. So, da war aber noch etwas interessant, und zwar, uns wird mitgeteilt, die Sonne ist riesengroß und die Erde ist ganz, ganz klein. So, und da haben wir natürlich dann so einen Blick nach oben. Ne? Die Riesensonne. Vielleicht ist sie deswegen männlich. Und das ist jetzt eine spannende Frage. Ne? Ist sie männlich oder weiblich? Also der Riesen, ne? Hier der ganze Sonnenkult. Ne? Der riesen aufgeblähte Sonnenkult. Und ja, Knopfloch sagt jetzt, nö, die ist in Wirklichkeit so ziemlich gleich groß wie die Erde. Das ist also eine optische Täuschung. Darauf geht er ein. Das könnt ihr euch dann anschauen in dem Video. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber was ich sehr spannend finde, ist, wir haben wieder das Verhältnis von kleinem Kind zur Mutter. Wenn das jetzt die große Mutter ist, ja, dann wird im Laufe des Lebens die Mutter immer kleiner. Aber wodurch wird sie kleiner? Weil das Kleinkind wächst, bis es auf Augenhöhe ist. Das ist Erwachsenwerden. So. Das fiel mir dazu ein. Dann noch zwei Sachen, die ich bei Silke Schäfer. Das eine ist, was mache ich jetzt vorher? Machen wir mal das mit dem Fokus zuerst. Genau. Sie redet vom Fokus. Und der Fokus, Moment, wo habe ich das jetzt wieder aufgeschrieben? Oder habe ich das gar? Ah, da, ja, genau. Aha, da habe ich es. Ah, also, passt auf. Der Fokus. Sie redet vom Manifestieren und ihr wisst ja, dass ich mit diesem üblichen Manifestieren so meine Bedenken habe. Wenn ich immer wieder, mir darüber geht übrigens auch der Physiker, geht drauf ein, das ist auch sehr spannend. Der Physiker ist skeptisch in Bezug auf, also hat nicht so positive Erfahrungen mit Meditieren und mit Manifestieren gemacht, finde ich sehr spannend. Und zwar aus zweierlei Gründen, das Meditieren, weil er ganz richtig sagt, wenn du im Leben den Fokus ohnehin immer auf diesem großen Geist hast, wenn du damit verbunden bist, brauchst du nicht mehr speziell zu meditieren, weil dann ist dein ganzes Leben eine Meditation. Das ist das, was ich immer sage. Und mit dem Manifestieren meinte er, wenn du immer wieder dir betonst, dass etwas so und so ist, obwohl du im Inneren eben weißt, dass es nicht das ist, so ist, dann ist das das Gegenteil. So, und das ist ein bisschen ähnlich jetzt, wenn die Silke Schäfer sagt, so, sie sagt, okay, es geht darum, was wir im Fokus haben. Da wären wir übrigens schon bei der Mutter, weil für das Kind ist die Mutter der Fokus. So. Also, du bist hier und hier ist der Fokus. Und ich sage jetzt mal, dass die Welt, das kleine Ego, die Welt, die Materie, ist das, was dazwischen als Hindernis ist. So. Machen wir das mal eckig, das passt irgendwie vielleicht besser. So, wenn du jetzt immer nur auf das Hindernis schaust, wirst du das nie erreichen. So, und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt, der mir einfach so klar geworden ist durch diese Anregungen. Also ich würde mal so sagen, wenn wir hier sind, hier ist das Ziel, ja, oder Ziel ist so, ist eigentlich das falsche Wort, das das Resultat, ich nehme es mal als Arbeitstitel, ja, das Resultat, das gewünschte Resultat. So, und dazwischen steht die Welt als Hindernis. Und hier oben ist diese göttliche Geist, von dem ich das höhere Selbst, das, der göttliche Geist links und rechts zusammen, wovon ich vorher gesprochen habe. Dann, was normalerweise gemacht wird, ist, man geht hier mitten drunter und bleibt hier hängen und kommt dadurch nie dahin. Man kann natürlich jetzt über oben darüber gehen. Dem Ausweichen. Eine Art Meditation. Ja, ist manchmal nicht schlecht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das kategorisch ablehne, weil wenn das hier zu groß ist, wenn das wie nur so eine Wand ist, dann kannst du nur über den Umweg. Man könnte natürlich jetzt noch über den Umweg von unten, dann kann man sich fragen, okay, gehen die, ist das jetzt Mephisto, ne? Gehen die, die nach unten gehen, so nach dem Motto, wenn du nicht mehr aussteigen kannst, steig voll ein und voll in die Verschlimmerung gehen, kommen die auch da an? Das ist eine spannende Frage. So, also das hier ist nicht so fraglich, weil das kennen wir, das ist auch nicht fraglich, das kennen wir auch. Ich möchte nur beschreiben, was hier passiert, weil, also was ich mache, weil ich das öfter im Gespräch mit Frank, auch bei diesen 360 Grad habe ich das beschrieben, was ich oft mache, auch wenn ich mit, wenn meine Kinder mich anrufen und mir von einem Hindernis, einem Problem erzählen, so, was ich dann mache, ich schaue,
So, ich richte, und jetzt sind wir bei Sigke Schäfer, weil sie sagt, da wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, und sagt natürlich, dass das dann was nicht Erwünschtes ist, wenn wir hier unsere Aufmerksamkeit hinrichten. So, ich mache was anderes. Dieser Blick, ich habe ihn euch oft beschrieben, wenn du diesen Blick hast, ne, so diesen, das ist der Aura-Blick, ja, mit dem hier siehst du alles. Wenn ich Auto fahre, lange Strecken auf der Autobahn, dann fahre ich so, weil dann sehe ich sowohl vorne als auch rechts, als auch im toten Winkel, als auch hinter mir. Ich habe diesen 360-Grad-Blick. So, das ist Aura-Sehen. Wenn du scharf schaust, bist du fokussiert. Ja, das sind die schlechten Autofahrer, die dann davor hängen. So, und was ich mache, ist, ich habe meinen Blick auf das hinten, aber indem ich den weichen Blick habe oder die Augen geschlossen, das geht auch in dem Fall, weil du musst ja draußen nicht sehen, kann ich das mitsehen. So, was meine ich damit? Ich habe es oft beschrieben bei Frank. Ich gehe quasi in ein Problem hinein, sehe dann diese schwarze Wand. Ja, ich sehe hier die ganzen Hindernisse, die ganzen Probleme, aber ich sehe sie mit dem weichen Blick oder mit geschlossenen Augen, sprich, ich sehe sie mit diesem 360 Grad. Und gehe trotzdem in der Mitte durch mit einem, jetzt sind wir wieder beim Pfeil, mit einem gerichteten Pfeil. Und das kann etwas sein, was plötzlich passiert oder infolge von, darüber habe ich letztes Mal gesprochen, ein Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, 75 Jahre, wie jetzt in der deutschen Geschichte. Und ich komme dann durch die Mitte, durch drüben an. So, das heißt, ich löse das sozusagen mental auf oder emotional geht auch. Ich habe es oft beschrieben, sowohl emotional in meinem Emotionalkörper-Video von Okitok. Ich schaue mal, dass ich es wieder mal hochlade, weil ich glaube, es ist weg durch meine YouTube-Kanäle oder mental. Das heißt, ich gehe sozusagen mitten rein, aber geschützt mit meinem Beobachter, also nicht ungeschützt, nicht jetzt, indem ich mich da drin verliere, sondern indem ich den Fokus immer habe, wo ich eigentlich hin will. So, ich hoffe, dass ich das ein bisschen klar machen kann, dieses mittendurch, weil immer nur ausweichen ist erstens nicht immer oder anders. Ich will es mal so sagen, je stärker du bist, umso eher kannst du mittendurch. Du kannst durch das Schlachtfeld durch. Stellt euch vor, ein Schlachtfeld, wo der durchgeht, so wie bei Star Wars, sie können passieren, ne? Also quasi wie der Siegfried, der geschützt ist. So kommt mir das vor. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen verklickern. Das war mir auf jeden Fall wichtig, weil wir immer in dieser ESO-Szene zwischen den Fokus darauf oder den Fokus darauf uns in die Haare kriegen. Und ich will sagen, es geht um den Fokus auf das dahinter, aber das heißt nicht, dass das nicht aufgelöst wird. Ja, kann aufgelöst werden, kann transformiert werden. So, das wollte ich aufzeigen. Und dann noch eine ganz lustige Begebenheit. Mich hat heute in der Früh, ne, ja, heute in der Früh, hat mich eine Freundin kontaktiert, die ich seit Anfang des C-Wahnsinns nicht mehr gesprochen hatte, weil da war sie ganz auf, ja, wir müssen uns jetzt alle schützen und um Gottes Willen. Und von daher hatte ich keine Lust. Und ich bekam eine Nachricht, sie hat oft an mich gedacht und sie würde sich gerne wieder mit mir treffen. So, jetzt habe ich das also ausgemacht und das, obwohl ich ansonsten, und jetzt sind wir beim springenden Punkt, meine Beziehung zu dieser Welt ist, dass ich ziemlich durch bin mit dieser Welt. Also mit ganz vielen bin ich durch. Und das darf ich immer zu meinen Schwestern nicht sagen, weil dann kriegen die das immer in den falschen Hals und denken, jetzt bin ich depressiv oder jetzt will ich mich umbringen oder mit mir kann man nichts mehr anstellen. Und sie haben ja recht, ich bin ja sozusagen, ich habe ja schon mal gesagt, ja, ich werde zum Soziopathen insofern, als dass ich mir keine egregorialen Einlassungen mehr gönne. Und deswegen bin ich für Smalltalk und Treffen unter Freundinnen und Schuhe oder Dessous oder Lovers besprechen oder die Mode oder keine Ahnung was dafür oder über andere herziehen oder sonst was. Dafür bin ich nicht mehr geeignet. Das heißt also, ich bin ziemlich durch mit der Welt. Ich weiß nur nicht, was dann passiert. Dann wären wir wieder bei der Flasche. Ne? Wenn du hier keine Lust mehr hast auf das, ne? Und das einfach nur noch aus einem anderen Blickwinkel betrachtest. Ich habe keine Ahnung, verschwinden wir dann? Oder verschwinde ich? Und das ist jetzt eine sehr interessante Geschichte, weil mir etwas anderes noch heute passiert ist. Und zwar, ich wollte seit ewig langer Zeit eine DVD abspielen. Ich höre nie mehr Musik. Weiß nicht warum. Vielleicht hat das auch mit Carsten
Pötter, was wir besprochen haben, mit der Frequenz zu tun. Wenn ich nicht, das ist wie mit der Astrologie, wenn ich nicht mehr weiß, was davon ist jetzt Lüge und was nicht, dann parke ich es erstmal ganz oder dann ist es erstmal einfach aus meinem Leben raus. Und ähnlich ist es mit Musik, ne? So, und jetzt habe ich festgestellt, heute in der Früh, ich konnte keine DVD mehr abspielen. Was ich spannend daran fand, ist die Frage, wenn ich so lange das Ding nicht gebraucht habe und so lange keine DVDs gespielt habe, verschwindet dann diese Funktion. Und das hatte ich auch im Gespräch mit meinem Jüngsten vor kurzem, die Frage, wenn etwas nicht mehr gesehen wird, wenn etwas nicht mehr beim Namen oder jemand nicht mehr beim Namen genannt wird, ob er dann verschwindet. Also sprich, existiert tatsächlich das nur, wenn wir es anschauen? Oder um im anderen Bild zu sein, existiert das nur, wenn wir daran glauben? Kredit, Credere, Credo. Löst es sich auf, wenn wir nicht mehr daran glauben, wenn wir es nicht mehr im Fokus haben und so weiter? Das sind sehr spannende Fragen, die gebe ich jetzt einfach mal nur als Denkanstoß, weil ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert. Es löst sich ja rundherum jetzt der ganze C-Wahnsinn auf. Ne? Wir können also erleben, wie jetzt alles zerbröckelt und damit ja für ganz viele ihr Weltbild und ihr Glaube an die Welt. Weil entweder sie erfinden jetzt ihre Welt neu oder sie erfinden sich neu oder sie tun es umframen oder wie auch immer. Und am Schluss möchte ich jetzt noch auf etwas zu sprechen kommen. Wenn es euch gar nicht interessiert, könnt ihr ja abschalten. Aber einige haben mich gefragt und seit circa einem halben Jahr bin, ich glaube es zumindest, also vorher war ich auf dem Rosamund-Pilcher-Trip. Das hat mir gut getan. Das hat mich irgendwie, war wie Meditation. Dann kam ich auf die koreanischen Serien und ab seither hat es sich ausgepilchert und ich bin für jegliche andere Art von westlicher Verfilmung nicht mehr zu haben. Einzige Ausnahme war, als ich mit meinen Kindern den neuen James Bond angeschaut habe, weil wir sonst keinen gemeinsamen Film gefunden hätten. So, und wenn ich jetzt über diese koreanische Serien rede, dann ist das vielleicht auch für die interessant, die sie niemals anschauen werden, weil ich eigentlich über meine Beziehung zur Welt rede. So, also wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr diese Serien schauen könnt, ich geb die Filme und das drunter. Auf der einen Seite ist es einfach Netflix, leider nicht Amazon, sondern Netflix. Und auf der anderen Seite ist es Rakuten Wiki. Das ist eine Seite nur mit asiatischen Filmen. So, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um die Beziehung zur Welt. Und ich möchte jetzt anhand von ein paar von diesen ja, meist 20-teiligen Serien veranschaulichen, warum mich das so fasziniert. Ich habe es schon einfach einmal gesagt, ich habe früher gerne BBC-Verfilmungen geschaut, die auch die in vielen, weil die haben sich Zeit genommen. Die waren aber emotional nicht besonders auf einer Wellenlänge mit mir. Mental eher oder intellektuell, sage ich jetzt mal. Genau. Mit deutschen Filmen, die sind, weiß ich nicht, oft schematisch, sie sind nicht, sie haben oft keinen Zauber, aber ich empfinde sie als angenehmer als die italienischen oder französischen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Und bei den amerikanischen ist es so, das ist nett anzuschauen, das ist irgendwie schöne Optik, aber es geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil es dich einfach emotional meistens also überhaupt nicht berührt oder mitnimmt oder wenn dann auf eine sehr oberflächliche Art. Und ich habe gedacht, das ist mein Schicksal. Es gibt keine Filme, die darüber hinausgehen und war mehr als erstaunt. Ich habe mich da lange geziert, weil ich meine, die meisten sind mit Untertiteln und das hat mich erst einmal nicht so angetörnt. Mittlerweile ist es so, ich merke, das hat eine sehr langsame Geschwindigkeit und dieses Mitlesen ist völlig selbstverständlich. So, und was fällt mir auf? Es geht immer um die Beziehung zur Welt und dennoch geht es darüber hinaus. Und da sind wir jetzt genau bei dem hier. In diesen Filmen wird auf der einen Seite die Welt gezeigt, wie sie ist, mit verschiedenen Perspektiven. Ne? Also wir haben zum Beispiel Dr. Stranger, da geht es um den Herzschlag. Es geht um Herzchirurgen, Herz-Thorax-Chirurgie, Herz-Lungen-Chirurgie, Thorax-Chirurgie, egal. Auf jeden Fall, es geht also um den Herzschlag und um das menschliche Herz. Das Ganze aber immer gespickt mit einem, meistens ist eine Liebesgeschichte mit dabei, dann ist auch immer ein Thriller-Aspekt mit dabei, aber es ist auch immer, bei jedem dieser Filme ist das hier dabei.
Es geht um Zufall oder nicht, um Schicksal, um Begegnungen, um Konsequenzen, um so gesehen um Karma, aber nicht platt, wie ich es kenne, sondern sehr, sehr diffizil. Das ist immer mit dabei. Es ist auch ein komödiantischer Aspekt dabei, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es geht immer um eine gewisse Auseinandersetzung mit der Welt. In dem Fall zum Beispiel bei Dr. Stranger, die von Herzpatienten und Herz auch was damit an Schindluder getrieben wird und so weiter, von diesem weltlichen Aspekt. Dann gibt es zum Beispiel Walk, Liebe geht durch den Magen, ist über die ganze, über Hotellerie und Restaurants und es handelt natürlich von Süd- und Nordkorea auch oft und da ist spannend, dass das so viel Ähnlichkeit hat mit der BRD und der DDR, der ehemaligen, und es hat so viel Parallelen zu uns und ich wundere mich, dass ich ausgerechnet am anderen Ende quasi der Welt einen Geist finde, wo ich mich so wiederfinde und auch in der Auseinandersetzung so wiederfinde. Ja, also Liebe geht durch den Magen, Walk, W-O-K, der chinesische Wok, ist einfach unglaublich pfiffig und lustig und kreativ und sinnlich. Dann haben wir Rain or Shine or Shine or Rain, ich weiß es jetzt nicht mehr, ist ein englischer Titel, aber ist mit deutschen, es ist deutscher Untertitel. Da geht es, ja, da geht es um ein Hochhaus, um ein Kaufhaus, das einstürzt und die Opfer. Auf der einen Seite die Hinterbliebenen und deren Schicksal und auf der anderen Seite die Machenschaften der Bauwirtschaft. Und es ist eine unglaubliche Symbolik hinter diesem Beton, der dann Risse bekommt, der da abgerissen dann herumliegt, Verfall, Sollbruchstellen im Menschen. Also der Hauptdarsteller ist einer, der geht durch die Welt und hat mit der Welt abgeschlossen, aber kämpft sich durch die Welt, um für seine Liebsten zu sorgen. Und es gibt eine wunderschöne Liebesgeschichte von eben zweien von diesen Überlebenden. Und obwohl es ein schwieriges Thema ist, ist es unglaublich ja, hoffnungsvoll und schön gemacht. Und es erinnert die Schönheit im Beton auch. Es ist im Basen, es ist eine Verfilmung darüber, wie die Blüte durch, wie das Blümchen, das Gänseblümchen durch den Beton durchgeht. Und hat unglaublich viel mit unserer heutigen Zeit zu tun. Ja, dann Good Manager, ein anderer Film, Good Manager. Unglaublich lustig und wirklich unterhaltsam und gleichzeitig so auf den Punkt über die Machenschaften im Management, in den Führungsetagen und die Staatsanwalt und die Richter. Ja, ich könnte euch viele empfehlen, da gibt es auch die historischen, ne, wie Mr. Sunshine oder... ja, mein Gott, das sind so viele Red Sleeve. Oder aber auch, ich gebe wie gesagt die Liste drunter, zum Beispiel Crash Landing on You, da geht es um das Verhältnis von Nordkorea, Südkorea und auf unterhaltsame Art und dennoch nicht oberflächlich, sehr tiefsinnig. So, also das ist, ich muss sagen, meine Auseinandersetzung mit der Welt mache ich jetzt über die koreanischen Serien, weil das ist mir viel, viel lieber. Also ich, oder nein, es ist ja, ich mache ja beides, ne? Ihr wisst es ja. Ich mache ja in meinen Sendungen die Aufarbeitung von dieser Welt hier auch, aber sie freut mich nicht, sie erfreut mich nur in den seltensten Fällen. Es sind die Beziehungen, die dahinter liegen, ne? Die darüber liegen, die über das Ganze hinausgehen. Aber das hier, das wäre ein Trauerspiel, wären meine koreanischen Serien nicht. Und in dem Fall habe ich, in diesem Sinne habe ich gedacht, spreche ich jetzt mal drüber. Und gebe euch die Links drunter und wünsche euch viel Spaß. Und für die, die sagen, nein, das ist nichts für mich, vielleicht habt ihr dennoch ein bisschen eine Anregung bekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und jetzt gehe ich auf die Demo zum ersten Mal. Mein C erlaubt es heute, also werde ich heute mitspazieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss.